Einen wunderschönen guten Tag und wir sind immer noch im 1-Million-Loot-Clan. Das heißt also, ihr werdet wieder noch ein paar mehr Angriffe sehen. Ich hoffe, ihr könnt mir dafür verzeihen oder ihr feiert das halt total hart, was ich ja natürlich immer viel lieber hoffe, klar. Und dann schauen wir mal, was hier noch geht. Also wie gesagt, drei Kasernen, also die zwei Kasernen komplett mit Heilern und dann die letzte halt einfach mit einem Heiler. Und dann scheint das ganz gut zu klappen. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier Spell mit Einwand top. Die Warte quillt. Auf jeden Fall. Läuft super gut. Passt. Lasst uns angreifen. Lasst uns Leute zerlegen. 400.000 Elixier. Das soll jetzt nicht doof ausschauen, aber ich will mal noch ein bisschen was anderes probieren. Hier nicht verleiten lassen. Oh, hier, die Mine ist jetzt halt voll. Wisst ihr selber, Schrottmine. Keine Goldmine. Nee. Aber Loot ist echt nicht verkehrt. Also ist wirklich, da gab es schon wieder schlechtere Sachen. Ansonsten, erzählt mal ein bisschen was. Also, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr... Wie seid ihr jetzt nur mit CR so verblieben? Sagt ihr, oh komm, ja, ich suchte wirklich beides, ich finde es total geil oder nee, wie ist, oder sagt ihr, der Hype ist mittlerweile vorbei oder erzählt mal was. Also ich bin wirklich der Meinung, ich finde es richtig, klar finde ich es gut, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ich finde es gut, dass ich bei COC geblieben bin, dass ich nicht gesagt habe, ey, hier komm, neues Game und fertig. Und das finde ich ganz nice, auf jeden Fall. Nee. Hätte er das an Gold auch noch da gehabt, hätte ich auch gesagt, könnte man schwach werden. Hier muss man ja auch wieder aufpassen. Es könnte ja die Form eines Hakenkreuzes sein. Und man könnte gebannt werden. Das zeigt ja... Der kleine Fred. Ach so, apropos. Gamescom. Bin ich dabei. Ich habe Gamescom-Tickets von meiner Frau geschenkt bekommen zum Geburtstag. Yeah, läuft bei mir. Von hier rein. Weil ich dann so ein bisschen den Luftfeger austricksen kann und die Luftabwehr. Ich denke, das sollte laufen. Fünf müssen reichen. Ich will erstmal gucken, wo sie wirklich hinlaufen. Beziehungsweise hier nochmal schnell die Mauer öffnen. Und dann hier rein. Gucken wir mal, was da geht. Und jetzt wieder ein bisschen mehr in Bezug nehmen auf die Queen selber. Halt wirklich sagen, gut, okay, komm, Queenie. Alter, das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, warum wird dann da der Heiler nicht gehittet. Echt, also es ist schon manchmal echt komisch. Manchmal stehst du da und denkst dir, Alter, die Luftabwehr schießt über die halbe Base und dann hast du wiederum andere drinnen, wo du sagst, Alter, was? Das ist nicht dein Ernst. So, hier regelt die Queen richtig gut. Ich muss mal gucken. Ich habe den King noch. Ich weiß noch nicht, was ich da zusammenbastel. Echt nicht. Ich glaube, ich schicke die hier rein. Zack. Und ja, hier hauen wir auf jeden Fall einen raus. Und dann... Ach, er hat auch Hox. Na, so eine Sau. Haha, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Ah, sie leben noch. Sie leben noch, dann kann man sie auch nochmal heilen. Ich habe auch noch meinen King. Ich meine, der King könnte jetzt... Hinterher, ja, kommt, Leute. Da muss er sich schon mal nicht durch die Wand kämpfen. Also durch die Mauer. Eieiei, komm, 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 komm. Cool. Ja, sehr gut gemacht. Einwandfrei. So, jetzt kriegt der King natürlich auch Ärger ein bisschen. Ich will ihn mal ein bisschen supporten hier. Das sollte ganz gut laufen eigentlich, mit dem King hier auch. Mach den Bogiturm platt, genau. Jo.
Ah, die Queen ist jetzt auch nicht mehr so doll. Eieieiei. Ja, da holt der Expo alles raus. Zack, das war's. Jo, das war's. Mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Hat aber gepasst. Ist in Ordnung gewesen. Wir haben schön das Dunkle bekommen. Läuft. Und wie gesagt, diese Fokussierung so ein bisschen von der Queen Wack, so ein Wack, genau, Wack vor allen Dingen, so ein bisschen auf die Schweine, dass man da halt ein bisschen mehr den Fokus drauf hat. Gucken wir mal, wie es bei den anderen gelaufen ist. No Name. Bartsch. Von unten lang, hinten ran wieder. Bogies, fertig. Genau, und leer und fertig. Wäre natürlich auch eine richtig geile Base gewesen, um mit Drachen anzugreifen. Millionen, richtig nice. Hatten wir den schon gerade, oder? Nicht. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Weil wir schon mal einen 1,2 Millionen Raid hatten. Schön hier, der Bogi gefällt mir. Das raussuchen, wo man langkommt, einwandfrei. Was man geschenkt bekommt, soll man mitnehmen. Kannst du auch in eine Tüte packen lassen. Das ist in Ordnung. Passt truppentechnisch nicht viel, deswegen gehe ich mal einfach wirklich auf den Skip-Button. Genau, langsam rantasten und dann hier die auf jeden Fall noch wegballern, würde ich sagen. Ja, genau, exakt. Und dann genau direkt nochmal Gas geben. King ist vorn. Riesen sind dabei. Aber das war's. Da passiert jetzt nichts mehr. Da ist jetzt Ende. Also ich würde sagen, wenn du richtig Glück hast. Ah, sehr geil. Dann hast du Glück. Nein, die Zeit. Schade, weil ich dachte nämlich schon, oh, dann hast du Glück und kriegst noch mit den Bogies hier schön das Dunkle. Aber auf jeden Fall nice Fight. Ja, klar. Kann man, also ich lass durchlaufen auf jeden Fall. Weil es ja nur Bartsch ist, aber trotzdem ist trotzdem nice. Ich sag mal wirklich 600 ist schon ziemlich geil auf jeden Fall. Da, zumal du kannst natürlich in dem Bereich, ich würde mal sagen Town Hall 7 halt, kannst du da natürlich nochmal richtig was ruppen. Klar. Kannst natürlich dann richtig was bauen, kannst Mauer gönnen und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich geil. Schokokuchen. Ist okay. Ist okay. Auch in Verbindung hier, weil es halt eben wirklich super, super easy zu öffnen. Zack, mit dem King rein. Der Öffnungsmechanismus war natürlich mega gut. Aber ansonsten ist die Base auch wirklich vom Layout, finde ich sie echt dämlich, weil man da halt wirklich gut rankommt eigentlich. Also, das ist halt so eine Sache, wo man sagt, naja, so eine Base muss man nicht unbedingt bauen. Grundsätzlich so eine relativ schmalen Base-Layouts sind ja nicht so der Knüller. Genauso wie zum Beispiel die Batman-Base. Kennt jeder auf jeden Fall. Aber ist halt nicht der Brüller. Ja, ist natürlich schwierig, weil man halt nicht weiß, wie sieht's aus mit den Bomben? Ach so, jetzt kommt's. Zack. Ja. Das ist natürlich ziemlich geil. Das ist ziemlich geil. Ganz genau. Es ist halt wirklich so. Das geht natürlich nur, wenn die Lager voll sind und nicht die Minen und Sammler. Wenn die Minen und Sammler komplett voll sind und die Lager leer, wisst ihr selber, gibt es im Town Hall nichts. Der war ganz ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Oh, da weiß man gar nicht, wo soll man hingucken. Okay, also von hier wird angegriffen. Oh, ich werde langsam müde.
Riesen sind schon weg. Das waren aber auch nur, aber das waren auch nur die zwei Minensammler, richtig? Also, ja, sonst hätte ich nämlich gesagt, ist ja ein bisschen mau hier. Er hat gute Riesen als Def, also als Verteidigung. Die ziehen dir natürlich dann die Hose aus. Da ist nicht so lustig. Ja, guck mal, wie die Queen auch gelitten hat. Und dann, ja. Aber sie ist wieder in voller Blüte. Und wir haben ja, schade, der Heal. Ah, okay, hast du denn den Heal auf die Riesen gedroppt? Ich hätte aber eher noch auf die. Aber das passt. Guter Loot. Guter Loot. Maxim spielt. Ja, klar. Mega geil. Und jetzt? Jetzt wollen wir natürlich sehen, was du mit deinen 10 Zweierdrachen anstellst. Ganz ehrlich, ich wäre nicht von der Seite gekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, er hat hier oben natürlich nicht viel, deswegen würde ich da auch nicht gehen. Ich glaube aber, ich wäre von unten gekommen, weil du halt jetzt von der gesamten Breitseite beide Luftabwehren hast. Ich wäre von unten gekommen. Aber die Zeit zeigt ja auf jeden Fall, dass du ordentlich lange noch gespielt hast. Somit kann es ja so falsch nicht gewesen sein. Luftabwehr ist down, ja, okay, dann ist das eine Sache, die richtig gerockt hat. Aber ich würde mal sagen, knapp. Also, so ein totaler Overkill war das nicht, würde ich jetzt sagen. Guck mal hier, der hier ist gleich down. Zack. Aber passt, ja, der Rest der Truppen, beziehungsweise der Dev-Gebäude, war nicht so der Rupper. Ja. Geil. Richtig gut. Schön abgeliefert. Klar, du hast viel für die Drachen investiert, aber hast es locker rausbekommen, klar. Geiler Fight. Geiler Fight. Richtig schön über eine Mille. Richtig schön, fast 1,2. Läuft. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, klar, wird sowas klar angeschaut. Kevin. Also, ganz ehrlich, an euch nochmal vielen herzlichen Dank und muss man aussprechen, wirklich mal das Lob. Die sind richtig gut. Die sind richtig schön und das ist Entertaining pur. Weil klar, ich meine, schön, man guckt die Videos, weil ich sie mache. Klar, bloß ich meine, wenn halt nur Mist geboten wird, sage ich mal, dass man halt da sitzt und dann, ja, gut, okay, wurde gebartscht halt und war halt nicht so der Brüller. Der hier wird auch nicht der Brüller werden, denke ich mal. Hier wird's. Obwohl, du hast hier eben noch die Bogies. Und die Zeit läuft auch noch. Hast du so viel Glück? Nee, genau, hier zieht er dir die Hose weg. Und dann reißt der King noch so viel. Aber das ist hier ja, die Lager sind ja innen drin, egal. Das geht ja nur um das Äußere. Und dann war's das, würde ich sagen. Da kommt nichts mehr. Klar, der Rathaus zieht noch und die Lager, da hält er sich ewig lange dran auf. Da passiert nichts mehr. Hier kommt kein ordentlicher Loot mehr zustande. Die 200.000 und die 200.000 lässt du liegen. Ja, klar. Mega Loot. Ja, auch, ne, auch nice, auf jeden Fall. Schöne Ecke gesucht. So viel hätten es nicht sein müssen. Das ist ein bisschen sehr viel. Klar, hier Vorteil, bist du gleich wieder am Magierturm dran. Ne? Hast natürlich definitiv deinen Vorteil. Oh, ich fixiere mal kurz. Die Päcker. Zack. Da siehst du gleich, wann hat sie gehittet. Das ist halt eben auch so krass. Irgendwie Päcker im CW und dann in der Nähe vom Town Hall. Bam, bam. Dann Wut drauf. Bam. Ist das Ding weg, der Town Hall. Richtig nice.
Schön Minenwerfer auseinandergenommen. Richtig geil. Cooler Fight. Cooler Fight, schön auf Null gesetzt. Richtig cool. Nett. Hier hat man es gesehen, ich weiß nicht, ob ich es im jetzigen Video oder in dem Video davor gesagt habe, halt wirklich, dass die Alter, du hast ja nicht leicht übertrieben, oder? Richtig geil. Aber klar, ey, ganz ehrlich, die Walküren hatten hier ja auch ordentlich zu tun. Sind wir, ah, schade mit der Riesenbombe. Aber die hatten ja echt mal zu tun und guck mal, leer, leer. Ich meine, klar, wir haben die Helden noch mit dabei. Richtig geil gelaufen, du kannst es. Knallhart, du kannst es einfach. Du bist gut damit. Das ist nicht der erste Walkürenfight auf jeden Fall, weil das so krass schön dazwischen gesetzt. Bäm, und jetzt hauen wir rauf. Richtig geil. Und hier, King macht noch hier das Dunkle klar, die Queen noch da. Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geiler Fight. Schön, dass hier seht ihr es gleich nochmal. Schön dazwischen gestellt und reingehauen. Alter, wie die abgehen, ey. Läuft ja mal mega. Krass. Ist halt so. Das ist natürlich auch ein geiler Clan-Name. Alter, ich gebe dir das Versprechen, den. Hätte ich nicht ansatzweise, ganz ehrlich, den hätte ich nicht ansatzweise so zerstört. Also, Innere hier kein Thema, logisch. Und dann hätte ich halt hier gestanden, hätte hier auch noch rasiert, hätte hier auch noch den rein. Und dann hätte ich aber wirklich maximal, ganz ehrlich, maximal. Das und das Lager noch und das wäre es dann aber auch gewesen. Also vielleicht hier das, aber hier, also ein 3-Star bei der Base hätte ich nicht gesehen und du hast so eine Low-Helden, so eine Low-Helden. Respekt. Geiles Ding. Geiles, geiles Ding. Auf jeden Fall der Auswahlchef. Ja, ein Jahr jünger als ich, aber läuft bei ihm. Richtig, richtig geiler Valkyrien-Fight. Sehr schön. Damit möchte ich mich verabschieden und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut mal rein. Bis dann. Ciao, ciao.